Star Wars Episode 8, die letzten Jedi, ist nun seit mehr als einem Monat in den deutschen Kinos. Durch viele Informationen lässt sich aber jetzt schon das mögliche Ende von Episode 9 erraten. Dies mag zwar nur eine Theorie sein, wer aber nicht die Gefahr eingehen will, möglicherweise gespoilert zu werden, der sollte jetzt abschalten. Laut George Lucas braucht es sowohl die dunkle als auch die helle Seite, um das Gleichgewicht in der Macht beizubehalten. Laut ihm wird die helle Seite jedoch am Ende immer siegen, weil die helle Seite anderen Leuten hilft und die Ordnung in die Galaxis bringt. Ohne die dunkle Seite kann die helle Seite jedoch nicht weiter bestehen. Dies bedeutet, dass entweder die Ära der Jedi und Sith zu Ende gehen wird oder dass es keine dunkle Seite mehr geben wird. Supreme Leader Snoke und Kylo Ren sind bzw. waren nämlich keine Sith. Sowohl Kylo Ren als auch Snoke nutzen die helle und dunkle Seite. Eine andere Frage, die man sich stellt, ist, ob es wieder einen Auserwählten geben wird. Die Antwort lautet nein. Wird es nicht. Von Episode 1 bis 8 war stets ein Skywalker der Auserwählte. In Episode 7 und 8 war der Auserwählte nämlich laut Rian Johnson und J.J. Abrams Luke Skywalker. Luke Skywalker war die große Hoffnung des Widerstands. Leia Organa dachte, dass Luke die erste Ordnung zerstören würde. Dies war schlussendlich jedoch nicht so. Deswegen gibt es jedoch eine andere Prophezeiung. Diese Prophezeiung kommt vom Orden der Wills. Dieser fast ausgestorbene Orden von machtsensitiven Lebewesen wurde durch Rogue One A Star Wars Story und Episode 8 wieder kanonisch. Und laut Rian Johnson wird der Orden der Wills noch eine viel größere Rolle in Episode 9 spielen. Viele Zuschauer dachten, dass Luke in Episode 8 ein grauer Jedi wird. Dies war schlussendlich nicht so. Rey hingegen hat am Ende von Episode 8 die Schriftrollen von dem Jedi-Tempel auf Arch2 gesichert. Ich denke jedoch, dass Rey eine graue Jedi wird und dass sie sich den Lehren der Wills widmen wird.